erreicht. Ein Knöpfel! Du bist wirklich der allerletzte Assi. Hast du sie noch alle, Alter? Was ist los mit dir? Was los ist? Ich hab dir schon tausendmal gesagt, du sollst den Müll runterbringen, du sollst dein Zimmer aufräumen. Du machst hier gar nichts, es reicht. Alte, lass deinen scheiß Frust nicht an mir ab, alles klar? Was kann ich denn dafür? Kannst du das Zimmer selber aufräumen, wenn es dir nicht passt, Mann? Wie redest du mit mir? Ich bin nicht deine Alte, ich bin deine Mutter. Mir reicht das jetzt. Ja, so haben wir dich nicht erzogen. Du ziehst jetzt aus, mir reicht es. Ich kann es nicht mehr ertragen, mit dir unter einem Dach zu leben. Ich soll ausziehen? Willst du mich verarschen? Das ist nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Mein Lieber, wirklich, das geht überhaupt nicht mehr so. Guck dich doch mal an, guck. Du sitzt hier auf dem Balkon, besäufst dich. Ich glaube, du brauchst eine Abkühlung, oder? Was machst du da? Kannst du abhauen, wenn du willst. Ich hau nicht ab. Du gehst. Ich geh? Ja. Ja, ich geh. Ja, natürlich gehst du. Los hier. Das magst du nicht. Du kannst gehen. Das magst du nicht. Du kannst dich verpissen. Ist mir scheißegal. Du kannst verschwinden. Alles klar? Ist mir scheißegal. Das kann nicht wahr sein. Ich bin deine Mutter. Hau ab. Hau ab und komm gar nicht wieder. Du kannst mich am Arsch lecken. Du brauchst nicht wiederkommen. Hast du verstanden? Verpiss dich. Jetzt ist gut hier mit Hotel Mama. Got me up all night, putting things on the side. What do you have in mind? She's awake all the time. What are you trying to find? Ozzy, Digga! Was geht ab, Alter? Schönes Outfit hast du. Ja, danke, Alter. Top. Und Bier hast du auch noch mitgebracht. Na klar doch, Digga. Was ist der Mann? Was geht ab, Digga? Mutti gibt einen aus heute, Freunde. Ja, dann vielen Dank an die Mutti. Ossis Benehmen seiner Mutter gegenüber ist beschämend. Es scheint ihm vollkommen egal zu sein, wie er sich ihr gegenüber verhält. Alles dreht sich scheinbar nur um seine Freunde und die Anerkennung in der Gruppe. Super. Alles einfach hervorragend. Ich muss erstmal was essen. Nie was essen. Nur so ein Brot geholt, deswegen hab ich noch nichts gegessen. Kannst du mir mal. Ein Biss kannst du mir schon geben davon, oder? Digga, ich hab heute wirklich noch nichts gegessen. Ich hab gerade Bier mitgebracht. Fällt dir mal was ein? Ein Biss, Junge. Ist doch nicht so schlimm, oder? Ja, Mann. Das ist geil. Willst du? Willst du zurückhaben? Ja, Digga. Digga, ist dein Ernst? Willst du? Nein, hier. Mann. Was ist los? Digga, bist du. Wieso denn, Alter? Digga, was ist los mit dir? Ich hab heute noch nichts gegessen. Digga, jetzt chill dich mal und trink mal erstmal ein Bier, Alter. Komm mal ein bisschen klar. Was ist los? Warum rast du so aus? Vielleicht hast du recht. Das ist nicht fair. Ja. Vernünftig. Kann nicht wahr sein, Alter. Was ist los, Alter? Aber was ich kann auch nicht mehr so lange. Warum? Ich muss noch lernen und so, du weißt doch, wie ein kleiner Streber bist du, wa, mein Kleiner? Nicht jeder kann dich bei Mama zu Hause durchfüttern lassen. Dicker, was quatschst du denn für einen Scheiß? Kommt den ganzen Tag schon die Pisse an, oder? Muss ich von dir jetzt nicht auch noch anhören, oder? Dicker, von euch vor allen Dingen. Ist doch nur die Wahrheit. Dicker, das ist gar nicht die Wahrheit. Quatsch mal keine Scheiße, Alter. Hör auf, da kommt deine geile Olle. Hi. Hey. Jetzt besänftigt sie euch ja ein bisschen. Alles klar? Na? Na, was geht? Alles super. Ja. Sexy. Du, ich hab eine Frage. Ja. Kann ich vielleicht die Nacht bei dir pennen? Meine Eltern sind doch so mega spießig und die stressen schon wieder rum, da habe ich keinen Bock drauf. Mein Alter ist eh ein Kacklappen oder Nachtschicht, so ist mir scheißegal. Und was die Alte sagt, geht mir sowieso am Arsch vorbei. Aber erstmal trinken wir einen. Party. Auf jeden oder? Fall. Was geht ab, Alter? Party, jawoll. Wenn Kinder mit Mitte 20 noch zu Hause wohnen, muss das nicht immer ein Problem sein. Aber in Ossis Fall scheint das Familienleben und auch seine persönliche Entwicklung massiv darunter zu leiden. Der Umgang zu Hause scheint völlig respektlos und außer Kontrolle. Willkommen im Heiligen Heim. Oh, ich hab immer so Hunger, hast du was zu essen? Guck in den Kühlschrank. Ja. Fühl dich wie zu Hause. Kein Problem. Würstchen. Oh, geil. Ich kann auch mal beißen, oder? Nein, das ist meine Wurst. Ich hab Hunger, was ist denn los mit dir, Mann? Komm schon, Schatz. Ja, okay. Komm her. Geil! Schmeckt gut. Ja, mega auf jeden Super. Fall. Super. Oh, was gibt's denn hier noch Schönes? Ist der scheiß Kartoffelsalat noch nicht fertig? Egal. Na, Hunger treib ich rein. Scheiß drauf. So. Erstmal essen, ne? So. Geil. Was ist denn hier los? Ich mach Essen. Das ist nicht für dich.
Das hast du deinem Vater gemacht, weil der vom Schichtdienst kommt. Das ist auch nicht für dich. Das ist meine Wurst, Mann. Komm mal ein bisschen klar. Wir haben Hunger, wir haben die ganze Zeit nichts gegessen. Was ist los mit dir, Alter? Was soll die Scheiße hier eigentlich? Ich hab die Schnauze voll von dir. Was hast du da heute Morgen nicht verstanden? Ich hab dich rausgeschmissen, vielleicht erinnerst du dich. Du hast hier nichts zu suchen in der Küche. Ossi behandelt seine Mutter wirklich erniedrigend. Kein Wunder, dass Anjas Verhalten ebenfalls extrem ist. Die beiden haben ein sehr belastetes Verhältnis, das scheinbar immer weiter eskaliert. In der Mutter-Kind-Beziehung hat Anja es versäumt, rechtzeitig Grenzen zu setzen. Und Ossi nimmt seine Mutter nicht mehr ernst. Ich esse jetzt. Ich habe Hunger. Okay? Das ist mir scheißegal. Ich will jetzt essen. Ich will essen. Ich esse jetzt. Gib die Kartoffeln her. Gib die Kartoffeln her! Ich esse jetzt, verdammte Scheiße. Ich habe Hunger. Kann nicht wahr sein. Okay. Vielleicht hast du recht. Vielleicht soll ich mir eine Wohnung suchen. Oder die Kartoffeln nicht essen. Weißt du? So eine Sache. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das hast du mit Absicht gemacht. Nein, der Teller ist mir irgendwie... Ich kann einfach nicht mehr. Es geht nicht. Weißt du, du bist so ein verdammtes Arschloch. Wann ist aus dir eigentlich so ein Drecksack geworden? Und wer bist du eigentlich? Ich habe dir nicht erlaubt, dir jemanden mitzubringen. Das hier übrigens ist meine Freundin, Lina. Und wir haben noch ein bisschen was vor. Wir sind nicht so frigide wie du und Papa. Verstehst du? Wir gehen jetzt ins Zimmer und lassen uns gut gehen. Okay? Kannst du eventuell noch mal über den Boden wischen, weil er ziemlich dreckig ist. Und die Kartoffel liegt da auch noch. Ossi möchte in der Wohnung dieselben Rechte haben wie seine Eltern. Dann muss er aber auch Pflichten übernehmen. Also einen Mietbeitrag und Haushaltskosten bezahlen. Generell sollte es Regeln für das Zusammenleben geben. Stichwort Müll runtertragen, putzen, Einkauf erledigen. Es ist aber Sache von Ossis Eltern, ihren Sohn in diese Richtung endlich in die Pflicht zu nehmen. Schatz, du bist ja schon wach. Was heißt schon wach? Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen. Hörst du nicht den Lärm? Na, die Baustelle ist doch erst seit heute früh, Schatz. Die Baustelle interessiert mich doch nicht. Hör doch mal. Es geht die ganze Nacht so, die ich hier durch die Wohnung. Ich dreh durch. Na, der hält das wohl hier für ein Stundenhotel. Hat mich auch schon wieder fertig gemacht. Wirklich, der feine Herr Brunner lässt sich ja nichts mehr sagen. Schatz, der kriegt was zu hören von mir. Jetzt ist Schluss mit lustig hier. Wer bist du denn, Mann? Ich bin Oskars Vater und das ist meine Wohnung. Scheiß Ernst, verpiss dich raus, Alter. Das ist mein Zimmer, Alter. Was ist los mit dir? Das ist meine Wohnung. Du hast kein Recht hier zu wohnen. Du hast noch nie einen Cent Miete bezahlt. Mit Hotel Mama ist jetzt Schluss. Du willst mir was sagen, oder was? Du ja, nimm deine Schlampenfreundin und verschwinde hier. Was, hab ich gerade Schlampe genannt? Du willst mir was sagen? Sei ernst? Hä? Kannst du dich ertragen, dass ich der Einzige bin, der hier richtig schön Sex hat im Haus, oder? Pass bloß auf, was du hier sagst. Willst du deinen Sohn schlagen? Hä? Komm doch, los, ja, also schlag mich. Schlag mich. Du bist doch so viel stärker als er. Schlag deinen Sohn, hä? Schlag doch deinen Sohn, Papa. Schwierige Situation. Wenn der Streit weiter eskaliert, könnte er tatsächlich in Gewalt enden. Ossis Vater darf sich auf keinen Fall von seinem Sohn provozieren lassen. Er muss einen kühlen Kopf bewahren. Nein, das will ich nicht machen. Das wirst du nicht schaffen. Dass ich zum hirnlosen Schläger mutiere. Hab ich doch gewusst, du bist ein Schisser. Verpiss dich. Raus meinem Zimmer. Was ist los mit dir? Verstanden, du wirst hier ausziehen. Scheiß mach ich. Verpiss dich. Ich kann das nicht fassen, dass dieses respektlose Stück unser Sohn ist. Wir haben ihn einfach nicht mehr unter Kontrolle. Ich weiß nicht mehr, wie ich reagieren soll. Ich hätte ihn fast eine reingehauen. Nein, beruhig dich. Wir müssen uns unter Kontrolle haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass er uns so fertig macht. Anjas Ängste sind absolut berechtigt. Vater und Sohn waren eben kurz davor, sich zu prügeln. Ossis Eltern müssen jetzt eine Entscheidung treffen, wie es weitergehen soll. Sonst kommen sie aus der Eskalationsspirale nicht mehr raus. Ja, da gibt's nur eins. Er muss ausziehen. Ja, und wie willst du das machen? Ich hab ihn schon rausgeschmissen. Er wird niemals freiwillig ausziehen. Wir holen uns Hilfe. Wir gehen zu einem Anwalt. Anwalt? Aber ist es nicht zu krass? Ich meine, wir können doch nicht vor Gericht ziehen gegen unseren eigenen Sohn. Ja, notfalls ja. Er tanzt uns ja sonst immer weiter auf der Nase rum. Vielleicht hast du recht. Eltern sind dazu verpflichtet, ihren Kindern eine erste Berufsausbildung zu finanzieren. Dieser Unterhaltsanspruch gilt aber als verwirkt, wenn das Kind erst gar keine Ausbildung anfängt oder einfach so abbricht. Genau das ist bei Ossi der Fall. Seine Eltern müssen ihn also nicht mehr bei sich wohnen lassen, geschweige denn ihn durchfüttern.
los? Das ist eine schriftliche Kündigung vom Anwalt, damit auch alles korrekt abläuft. Du musst die Wohnung sofort verlassen. Was laberst du mir für eine Scheiße, Mann? Was für eine Kündigung, Alter? Was ist los mit dir? Wir haben uns von Anwalt beraten lassen. Und wenn du nicht ausziehst, rufen wir die Polizei. Warte mal. Nee, also damit will ich nichts zu tun haben. Ihr seid doch geisteskrank, ey. Dagegen sind meine Eltern ja richtig geil. Ey, lass mal gehen, jetzt ohne Scheiße. Nix da, bleib mal cool. Klar, das schon. Kündigung, ha? Habt ihr eine Kündigung besorgt? Eine anwaltliche Kündigung, eine fristlose, ja, wa? Ja. Was ich dann mache? Ha? Oh, scheiße. Ganz, ganz. Du kannst machen, was du willst. Wir sind im Recht. Im Recht? Wir sind im Recht. Und so ein scheiß Anwalt, dass ich bestimmt nicht sagen, wo ich hinziehen darf und wo nicht. Was seid ihr für Eltern, dass ihr überhaupt einen Anwalt holt? Schämt ihr euch nicht? Was machst du mit meinen Sachen, Alter? Das sind meine. Ich will deine Scheißsachen nicht mehr in meiner Bude haben. Und was du jetzt nicht mitnimmst, kommt sowieso auf den Müll. Ey, nee, ernsthaft, lass mal gehen. Jetzt habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ey. Das ist mir viel zu dumm hier. Nix da, wir bleiben hier. Gib sofort den Schlüssel her! Das ist mein Schlüssel, der bleibt hier. Den Schlüssel? Willst du den haben? Das ist unser Schlüssel, gib sofort den Schlüssel her! Das ist kein Schlüssel, verpiss dich, leck mich am Arsch! Hört auf damit! Scheiße, kriegst du. Komm, wir hauen ab, ich hab keinen Bock mehr auf so eine Scheiße, diesen Seid krank im Kopf. Kommt nicht mehr klar! Und ich komm nochmal wieder, glaub mir mal, hä? Hier ist der Schlüssel, ihr seht mich wieder, glaub mir! Ossis Eltern sind für ihren Sohn nicht mehr unterhaltspflichtig und können ihn deshalb auch vor die Tür setzen. Um Streit zu vermeiden, wäre es natürlich besser gewesen, wenn sie ihm dazu noch eine gewisse Frist gegeben hätten. Wenn er sich dennoch weigert, die Wohnung zu verlassen, dann können die Eltern auch gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen. Ossi sollte sich ganz schnell überlegen, wie es jetzt für ihn weitergehen kann. Die haben eine Macke, Alter. Hast du gesehen? Die sind bescheuert, Alter, im Kopf. Die kommen nicht mehr klar. Was ist los mit dir? Was machst du für eine Scheiße? Ist dein Scheiß ernst? Bist du bescheuert? Was machst du da? Liebe Nachbarn, ich hoffe, ihr seht, wie meine Eltern mich behandeln. Mich einfach hier rausschmeißen. Was soll denn die Scheiße? Ja, du brauchst auch gar nicht mehr wiederkommen. Das können ruhig alle hier wissen. Ist dir scheißegal, was mit ihrem Sohn passiert, oder was? Ja, ja, Mecker. Schäm dich! Was soll denn Scheiße? Guck, was mit mir passiert, wenn du auf der Straße lang. Komm, wir sammeln jetzt die Scheiße hier auf. Was geht denn bei euch ab, Mann? Das ist ja total durchgeknallt, Mann. Kannst du mich helfen, die Scheiße hier aufzusammeln? Siehst du gerade, was ich zu tun habe, oder nicht, Mann? Hilf mir! Kann doch nicht wahr sein, Mann. Krank im Kopf. Wir kommen jetzt am schnellsten zu dir? Zu mir? Ja, zu dir. Du siehst, dass ich die Scheiße am Arsch hab, oder nicht? Ja, aber meine Eltern, Mann. Meine Eltern sind mir scheißegal. Wie redest du überhaupt mit mir, Mann? Reiß dich mal zusammen. Alter, ich bin nicht deine Mutter, Mann. Check das mal. Hast du es verstanden jetzt? Okay, Prinzessin. Können wir bitte zu deinen Eltern fahren? Du siehst, dass ich die Scheiße am Arsch hab, Mann. Ich muss da irgendwo schlafen. Ja, aber bitte. Nur, wenn du dich benimmst. Schwiegermamas Liebling. Versprochen. Kannst du mir tragen helfen? Ja. Never could have been thinking I would know what the future bring, all the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Ja, komm, eine scheiß Idee, ohne Fahrstuhl in den vierten Stock zu ziehen, ne? Ja, kann man sich doch gar nicht aussuchen. Ah, nice Bude, Alter. Ja. Super Auto. So. Oh. Wer nimmt dich? Hier ist ja schon volles Haus. Ich nehme an, ihr müsst Linas Eltern sein, oder? Mhm. Hi. Hi. Jetzt weiß ich auch, woher sie ihre Schönheit hat. Danke. Hi. Und Sie sind? Freundin, nämlich Ossi. Aha. Ossi. Und wie es aussieht, bin ich ein neuer Schwiegersohn. Ja, Schwiegersohn. Na, schauen wir mal. Was macht ihr denn da so Schönes? Kartenspielen. Kartenspielen? Mhm. Sieht ja schon mal super aus. Also ich sehe da schon mal so einen Burschen, oder wie das heißt. Und ein Herz 8. Hilft dir das vielleicht ein bisschen weiter? Ossi, komm, ich zeig dir mein Zimmer. Ne? Oh. Was sehe ich denn hier auf dem Tisch? Das sieht schon mal super aus. Ich darf doch wohl ein bisschen, oder? Natürlich. Super. Vielen Dank. Das ist ein Edertropfen. Der ist super. Das Problem ist, das regt immer ein bisschen meine Verdauung an. Kannst du mir vielleicht sagen, wo der Pott ist? Klar, darunter. Danke. Mhm. Ich gehe jetzt ganz kurz einen abseilen, bin gleich wieder da, okay? Super. Das ist jetzt ein Witz. Fuck. Nein. Ist das dein neuer Freund? Ja. Der Typ, der passt doch gar nicht zu dir. Natürlich passt er zu mir. Besser als jeder andere. Und er versteht mich auch besser als jeder andere und besonders besser als ihr. Ja. Ossi? Glaube ich jetzt allerdings auch. Mein Zimmer ist das erste links im Flur. Ja, gleich. Ich brauche kurz. Der erste Eindruck kann für die gesamte spätere Beziehung entscheidend sein.
Ossi hat das erste Kennenlernen mit Linas Eltern durch sein grenzüberschreitendes Verhalten komplett in den Sand gesetzt. Genau wie gegenüber seinen eigenen Eltern fehlt ihm auch bei Fremden jeglicher Respekt.